Es herrscht ein frostiges Klima zwischen der Schweiz und der EU. Der FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann ist nicht zufrieden, wie der Bundesrat in dieser Sache verhandelt hat. Die Bundespräsidentin wird sich vor dem Parlament, vor allem vor unserer Kommission, erklären. Ich möchte wissen, was hat der Bundesrat wirklich entschieden zu diesen einzelnen Dossiers, zu diesen offenen Fragen, wie Kohäsionsmilliarden, wie das Rahmenabkommen. Und ich glaube einfach, da hat man wirklich nicht mit der EU ganz klar die Situation in der Schweiz erklärt und hat die EU auf einen falschen Weg geführt. Und darum haben wir heute das Debakel. Ein Debakel wie zum Beispiel, dass die EU die Gleichstellung der Schweizer Banken mit denen innerhalb der EU auf ein Jahr befristet. Der Schweizer so in den Rücken zu fallen, sei unschön und rufe ein Ungleichgewicht hervor. Es haben 27 EU-Mitgliedstaaten dafür gestimmt. Für die Befristung. Und ich finde das nicht fair, wenn man das so vergleicht mit den USA an der Börse und Hongkong und Australien. Anders als mit der Schweiz hat die EU zum Beispiel zu Hongkong, New York und anderen Börsenplätzen ein unbefristetes Abkommen gemacht. Darum sei es notwendig, dass der Bundesrat im Gegenzug die Kohäsionsmilliarden überdenken soll. Also die 1,3 Milliarden Franken, die die Schweiz gewissen EU-Länder zahlt, um ihre soziale Ungleichheit abzubauen. Wenn wir jetzt befristet werden, dann müssen wir über die Kohäsionsmilliarde und die anteilsmässig auch befristen, auch auf ein Jahr. Auch der Hans-Peter Portmann fordert, dass die Schweiz jetzt die gleichen Methoden führen soll, wie das die EU mit der Schweiz schon seit einigen Jahren macht. Also, dass der Bundesrat einseitig gewisse Rahmenbedingungen ändern soll. Da könnte ich mir vorstellen, im Transitverkehr Nord-Süd, dass man viel höhere Abgaben macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man Grenzgänger, die bei uns arbeiten, dass man die viel höher besteuern als wie bis heute. Und so gibt es sicher in der Energie, in anderen Dossiers noch einiges, wo wir könnten sagen, gut, dann tun wir da auch jetzt die Schrauben anziehen. Gefordert ist jetzt also der neue Außenminister im Bundesrat. Er kann den Versuch starten, die EU-Dossiers stärker zu verknüpfen und parallel zu verhandeln.